Über die letzten paar Wochen habe ich ein kleines Vermögen mit Meme-Coins verdient und im heutigen Tutorial will ich euch gerne ein neues, extrem interessantes Projekt vorstellen, wo ich selbst jetzt wieder 10.000 Euro investiert habe. Und es handelt sich hierbei um das Projekt Paper Unchained. An dieser Stelle muss ich natürlich sagen, das hier ist keine Kaufempfehlung, das hier ist keine Anlageberatung, ich bin kein Insider, ich kriege keine Free-Coins von dem Projekt hier. Es ist einfach nur ein Projekt, das ich für unfassbar spannend erachte und ganz, ganz viele andere Finanzinfluencer promoten das Ganze hier auch. Und das Ganze ist natürlich auch wirklich spannend, weil wenn viele Influencer dahinter stecken und sowas promoten, kann man davon ausgehen, dass da so einiges vielleicht an Performance zu erwarten ist. Nochmal, es gibt hier kein Versprechen, es gibt hier keine Garantie, aber im Kryptobereich kann es natürlich sehr gut sein, dass mal ein Memecoin-Projekt ein 10x oder ein 20x macht. Man muss halt bloß früh dabei sein. Und dieses Projekt hier steht wirklich gerade noch am Anfang. Das hier ist gerade ein Projekt, das noch im Presale ist. Ich habe euch übrigens mal einen Link zu dem Presale in die Videobeschreibung reingetan. Ich möchte euch heute nämlich in diesem Video nicht nur zeigen, was das für ein Projekt ist und warum ich 10.000 Euro investiert habe, sondern ich möchte euch auch ganz genau zeigen, wie ihr solche Kryptos hier kaufen könnt. Es ist nämlich wirklich gar nicht mal so schwer. Okay, das Projekt nennt sich Paper Unchained. Ich denke, viele von euch kennen sicherlich bereits den Meme-Coin Pepe und der ist natürlich tausende, wenn nicht sogar hunderttausende an Prozent nach oben gegangen und Leute haben da wirklich ein gewaltiges Vermögen erwirtschaftet, haben da aus kleinen Summen gewaltige Summen gemacht und sowas natürlich ist immer sehr spannend. Kann man davon ausgehen, dass Paper Unchained genau dasselbe machen wird? Das weiß keiner. Aber es ist ein Projekt, das halt extrem hochwertig ist und wo bereits viele Influencer promoten. Und das ist immer wichtig, damit so ein Projekt natürlich überhaupt erstmal Dampf dahinter bekommt und Leute auf das Projekt aufmerksam werden. Aber es wird noch spannender. Nämlich, derzeit befindet sich PPU, also so ist praktisch die Abkürzung von diesem Projekt hier, das befindet sich noch im Presale. Das heißt, jetzt gerade könnt ihr noch diese Coins höchstwahrscheinlich für den bestmöglichen oder zumindest für einen sehr günstigen Preis kaufen. Man sieht es hier, 3,5 Millionen Dollar wurden bereits eingesammelt. Bei 3,73 Millionen Dollar wird der Preis nach oben gehen. Und hier steht es auch. Ihr gekaufter PPU, jetzt in meinem Fall natürlich 0, ein PPU sind 0,00842 Dollar. Und ihr könnt diesen Coin hier kaufen mit Ethereum oder auch mit USDT oder auch direkt mit eurer Karte. Und in meinem Falle habe ich jetzt hier Folgendes gemacht, nämlich ich habe mein Wallet verbunden. Ihr könnt es auch machen, also ihr könnt zum Beispiel euch hier dieses Wallet runterladen, sagen wir Best Wallet oder Phantom Wallet oder was auch immer. In der Regel nutze ich für die meisten von meinen Projekten das Phantom Wallet. In diesem Falle habe ich das Best Wallet verwendet, um hier diese Coins zu kaufen. Aber ihr könnt es wie gesagt auch machen. Zum Beispiel klickt ihr halt dann hier auf Wallet verbinden und wenn ihr euer Wallet hier oben dann direkt in eurem Browser drin habt, dann wird automatisch dieses Wallet halt hiermit connected und anschließend dann könnt ihr halt die Coins kaufen. Das heißt, ihr müsst wirklich gar nicht mehr machen, als Folgendes zu tun. Nämlich, ihr müsst auf Phantom oder halt auf Best Wallet gehen, müsst euch das Ganze hier als Chrome Extension herunterladen bzw. installieren und sobald ihr das getan habt, könnt ihr halt diese Coins einkaufen im Presale. Und so habe ich das auch gemacht. Ich habe euch einen Link zu Paper Unchained in die Videobeschreibung reingetan, da draufklicken, dann einmal hier auf Wallet verbinden draufklicken, dann geht wie gesagt euer Wallet auf, das ihr zu eurem Chrome-Browser hinzugefügt habt, dann geht ihr wie gesagt einfach hier auf das Wallet, das geht dann auch schon direkt auf und da könnt ihr halt eintippen, wie viel ihr gerne kaufen wollt und dann, wenn ihr zum Beispiel, was weiß ich, 2000 Euro investiert, kriegt ihr halt so und so viele PPU-Coins zurück. Könnt ihr ja ausrechnen, wie viele das dann sein werden, weil ein PPU sind derzeit 0,00842261 Dollar. Und wir schauen uns einfach mal dieses Projekt ein wenig genauer an. Also, Paper Unchained, die Zukunft der Meme-Coins, eine Layer 2 Blockchain, die für Geschwindigkeit, Sicherheit, niedrige Gebühren und natürlich Meme entwickelt wurde. Die haben auch ein White Paper veröffentlicht, das kann man sich hier auch anschauen und das ist ganz spannend, nämlich hier steht drin, was die alles so vorhaben und wir gehen mal hier über ein paar Dinge so ein bisschen drüber. Also hier wird erstmal so ein bisschen die Story erzählt, hinter praktisch dem Paper Coin, könnt ihr euch ja durchlesen. Dann hier Layer 2. Layer 2 refers to a secondary framework or protocol built on top of an existing Blockchain Layer 1, such as Ethereum. Heißt also hier praktisch ein Ethereum-Coin. This secondary layer improves the scalability, speed and efficiency of the primary blockchain, making it possible to handle a higher volume of transaction at lower cost. Und hier zeigen sie auch nochmal ganz genau, wie das Ganze funktioniert, also how to get started. Ihr müsst halt ein Wallet runterladen. Hier sagen sie zum Beispiel halt, if not, we recommend Metamask. Oder ihr könnt halt, wie gesagt, sowas wie Best Wallet zum Beispiel verwenden. Dann ist es halt sinnvoll, auf dieses Wallet zum Beispiel halt Ethereum, USDT oder BNB drauf zu tun. Das heißt, ihr müsst dann praktisch über dieses Wallet zum Beispiel Ethereum kaufen oder halt USDT haben. Und dann könnt ihr halt direkt hier auf die Webseite draufgehen, könnt euer Wallet verbinden und dann das Ganze kaufen. Es ist wirklich nicht schwer, ihr müsst es halt bloß einfach einmal machen. Und dann habt ihr eure PPU-Coins, dann passiert Folgendes, nämlich hier steht es nochmal, wie PPU generell geplant ist, nämlich Presale 20%, Early Supporters help PPU break free from exchange.
Dann from his chains, staking 30% with double rewards on Layer 2. This hefty portion is for staking rewards. Das heißt, Staking wird auch möglich sein. Marketing 20%, Pippa's Greatness will be broadcasted far and wide. Das heißt, sie geben auch viel Geld anscheinend für Marketing aus. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend, weil wenn so ein Projekt nicht promotet wird, dann ist es halt sehr, sehr schwer, weil es einfach so viele Projekte gibt, dass es auch wirklich durch die Decke geht. Und hier nehmen sie halt wirklich 20% von dem Geld und promoten damit das Projekt. Und da kann man natürlich davon ausgehen, dass dann auch wirklich viel Aufmerksamkeit zum Projekt zurückgelangt. Dann hier Liquidity 10%, Generous Liquidity Pools for Decentralized Exchanges, sodass man hier auch gut handeln kann, dass da jetzt nicht zu wenig Liquidity ist. Dann Project Finance ensures smooth operation development und dann Chain Inventory auch nochmal 10%. Und man sieht hier, der Total Token Amount liegt derzeit bei 8 Milliarden, ist meines Erachtens absolut in Ordnung. Viele Projekte haben so viele Coins, das kann man auf jeden Fall machen. Und dann hier Roadmap to Greatness, make Pepe great again, Pepe is ready to leap into ultra-based future with Layer 2 Technology. Und dann Step 2, Coin Eruption, das heißt, da geht es dann einfach nur darum, dass der Coin hoffentlich stark in die Höhe schnellt. Und dann hier Step 3, Kill Original Pepe, also praktisch noch größer zu werden als das eigentliche Pepe-Projekt, ist das Ziel. Das ist natürlich sehr, sehr hochgegriffen. Und ich bin ganz ehrlich mit euch, das ist höchst unwahrscheinlich. Aber wenn das Ding zumindest eine Marktkapitalisierung von ein paar hundert Millionen bekommt, dann könnten wir halt hier richtig, richtig eincashen. Und das ist natürlich auch mein Ziel. Und genau deswegen investiere ich auch in dieses Projekt. Nochmal, Krypto-Projekte sind grundsätzlich sehr, sehr volatil. Ihr könnt selbstverständlich hier auch euer komplettes Geld verlieren. Das ist einfach so. Das muss ich hier auch aus risikotechnischen Gründen sagen. Deswegen vertraut nicht einfach nur irgendeiner Person und steckt euer gesamtes Vermögen rein. Das ist nicht sinnvoll. Aber ich persönlich finde es sinnvoll, einfach mal ein wenig Risikokapital zu haben und das in solche Projekte hier reinzustecken. Weil wenn das Ding tatsächlich mal 100x oder 200x oder vielleicht sogar 500 oder 1000x oder sowas geht, dann ist man natürlich sehr traurig darüber, dass man nicht Geld in das Projekt investiert hat. Deswegen nicht zum Beispiel jetzt hier 40.000 Euro reinstecken, wenn ihr es nicht habt, sondern einfach sagen, hey, ich nehme eine kleine Summe, ich investiere die, wenn ich die verliere, ist das nicht das Ding. Aber wenn, wie gesagt, das Projekt richtig erfolgreich ist und man auch zur richtigen Zeit aussteigt, das ist auch sehr wichtig, dann natürlich habt ihr hier einiges an Profiten womöglich dann mitnehmen können. Wie gesagt, diese Krypto-Projekte sind mega, mega spannend und Pepe anscheinend ist halt hochwertig. Es ist eins der wenigen Projekte über letzten Monate, wo ich wirklich sage, da bin ich von überzeugt. Es ist eins der wenigen Projekte, wo ich auch selbst investiert bin. Ich bin derzeit praktisch nur in 3-4 unterschiedliche Meme-Coin-Projekte investiert. Eine von meinen Holdings ist immer noch, obwohl ich da einiges auch verkauft habe, Profite mitgenommen habe, nämlich zum Beispiel Waffles Coin und jetzt, wo ich nochmal 10.000 Euro investiert habe, ist halt hier Pepe Unchained und ich glaube, dass wir da, wie gesagt, einiges gemeinsam erreichen können. Deswegen, eure Schritt-für-Schritt-Anleitung ist wirklich jetzt nur noch diese hier und das ist nicht schwer, ihr müsst es einfach nur einmal ausprobieren. Klickt auf den Link in der Videobeschreibung, geht hier hin, klickt dann anschließend dann auf Wallet verbinden. Vorher legt euch einfach ein Wallet bei zum Beispiel Best Wallet oder Phantom an. Über die Wallets könnt ihr dann zum Beispiel direkt Ethereum oder was auch immer kaufen. Wenn ihr es einfach mit eurer Kreditkarte kaufen wollt, könnt ihr es auch. Das heißt, indem ihr einfach hier auf Card draufklickt, kann man wie gesagt machen. Ich persönlich mache es einfach in der Regel über mein Wallet. Und auch wenn ihr es mit Karten kauft, braucht ihr natürlich ein Wallet. Deswegen bitte einfach ein Wallet anlegen, zum Beispiel Best Wallet. Und dann könnt ihr halt darüber Ethereum kaufen. Könnt dann hier auf Wallet verbinden draufklicken. Da wird eine automatische Verbindung hergestellt. Und dann wird bereits gesagt, wie viele von diesen Pepo-Coins möchten Sie denn kaufen? Da könnt ihr dann zum Beispiel sagen, so, ich möchte irgendwie 5 Ethereum oder 2 Ethereum oder ein halbes Ethereum oder noch viel, 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 viel weniger oder viel, 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 viel mehr am Investieren und dann seht ihr halt, dafür würdet ihr so und so viele Pepo-Coins bekommen. Und dann natürlich beim Presale ist es so, man bekommt nicht sofort die Coins, sondern die werden dann rausgeschickt, sobald der Presale zu Ende ist. Genau, das war es dann tatsächlich schon wieder heute hier für dieses Video. Schaut auch hier unten gerne euch mal die Artikel an, nämlich die haben bisher schon sehr viel, sehr gute Presse bekommen. Das White Paper ist auch absolut top und genau, Link zum Projekt ist in der Videobeschreibung drin. Ich danke euch und ich hoffe, dass wir uns bald in einem von meinen anderen Videos wiedersehen können.